Ich habe hier einen interessanten Gesprächspartner, nämlich den Andreas. Andreas, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Also ich bin Andreas Schmidt-Martelle. Die Älteren kennen mich vielleicht noch durch meine Zugehörigkeit bei der Band der Frau Neigel. Da war ich mit Gesellschafter, Produzent, Songschreiber und Gitarrist natürlich. Und jetzt mache ich schon länger, nachdem das vorbei war, produziere ich. Ich produziere Bands, ich produziere Solokünstler, ich schreibe Musik fürs Fernsehen und ich habe eine Band, die heißt hier Incredible Pack mit dem großartigen Manni von Bohr am Schlagzeug übrigens. Das machen wir. Wir haben gerade eine Platte rausgebracht und ja, so läuft es gerade. Sehr schön. Du bist ja auch unheimlich viel live unterwegs, natürlich momentan nicht, aber in der normalen Welt sozusagen. Und du hast mir vorhin erzählt, dass du live gerne lange Kabellängen verwendest. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich habe zweimal 9 Meter. Ich bin halt mal ein Kabelmann. Ich mag keine Drahtlosanlagen nicht wirklich. Ich bin ein Kabelmann. Die ersten 9 Meter brauche ich, weil die Bühnen manchmal so groß sind. Ich spiele bei Nicole, ein bisschen Frieden, Nicole. Da bin ich in der Liveband. Und da sind die Bühnen manchmal richtig groß. Und da brauche ich 9 Meter, weil sie holt mich manchmal nach vorne. Ne? So, und die anderen 9 Meter brauche ich eben von meinem Board nach hinten zu der Anlage. Und dann nehme ich Kupferkabel, also dieses Metal von Cordial hier, dieses da. Das nehme ich, weil das die meisten Höhen hat. Und noch ein Buffer an Bord. Und dann habe ich eine hervorragende Situation, was die Höhen betrifft. Muss die Amps nicht so weit aufdrehen. Gain auch mäßig nicht so weit aufdrehen und die Höhen bleiben da. Im Studio wiederum ist es andersrum. Dann nehme ich nur ganz kurze Kabel, aber auch 100% Kupfer. Also dieses da, das ist mein Studiokabel, was ich hier benutze. Das ist das Metal, 3 Meter lang nur. Das nehme ich deswegen, weil man im Studio ja die Höhen erhalten will, möglichst eine saubere, gute Aufnahme machen will. Ja. So, das ist der Grund. Und für Bass nehme ich dieses, was auch ein Cordial ist, ein CGK 175, das ist für Bass, das hat nicht ganz so viele Höhen, aber da ich immer nur so Mumpf-Bässe spiele, so Motown-mäßige Bässe oder Rock-Bässe, brauche ich nicht so viele Höhen, da ist das wunderbar. Das ist so der Grund. 18 Meter live, möglichst gut, Top-Kabel und im Studio kurz, möglichst kurz, aber auch Top-Kabel, weil man die Höhen erhalten will. Und die Studiosituation siehst du jetzt auch sozusagen so ein bisschen als Parallele zu der Situation jetzt momentan, wenn die Leute zu Hause sitzen. Genau. Ja, sicher. Ich bin ja im Moment nur noch hier. Ich schreibe schon wieder Songs fürs nächste Incredible Pack Album und ja, habe immer gut die guten Kabel am Start, die eben. Okay, wunderbar. Ja, dann das war sehr aufschlussreich. Freut mich, wenn viele Leute bestimmt was mit anfangen können, werden da ein bisschen Tipps einholen können. Generell auch, wenn Fragen sind, gerne dann ins Kommentarfeld schreiben, gerne Genau. kontaktieren und dann kriegen wir das alle zusammen hin. Ich Dankeschön, Andreas. Bis dann. Ciao. mach's dem. Tschüss.